Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In meiner Fraktion gibt es zu diesem Thema, das heute zur Abstimmung steht, unterschiedliche Auffassungen. Es gibt in meiner Fraktion Kolleginnen und Kollegen, die der Eheöffnung zustimmen werden. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die zu genau einer anderen Erkenntnis kommen. Als Vorsitzender dieser Fraktion habe ich Respekt vor beiden Seiten. Und ich selbst habe mehrfach öffentlich erklärt, dass ich nach intensivem Nachdenken und Überlegen der Meinung bin, dass die Ehe die Verbindung von Mann und Frau ist. Und da ich weiß, dass man auch als Christ zu einer anderen Überzeugung kommen kann, war für mich schon klar, dass ich persönlich nie irgendetwas unterschreiben würde, in dem Ehe für alle drinsteht, aus Gewissensgründen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Gewissensentscheidung, die ich für mich getroffen habe, muss ich natürlich und will ich auch allen anderen zugestehen. Und deswegen ist es völlig selbstverständlich, im Übrigen nicht zum ersten Mal hier im Deutschen Bundestag, dass ihr bei solchen gesellschaftlichen Fragen, ich erinnere nur an die Sterbehilfe, an die PID, ein paar andere Entscheidungen, sagen, da muss jeder wirklich nach seinem Gewissen entscheiden können. Wir entscheiden heute nicht darüber, ob wir Menschen gleichen Geschlechts diskriminieren oder nicht. Das ist längst entschieden, weil wir hier im Deutschen Bundestag klar und deutlich gesagt haben, mit der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft wird Diskriminierung aufgehoben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht hier also gar nicht um diese Frage. Es geht auch nicht um die Frage, ob auch in Beziehungen von gleichgeschlechtlichen Partnern Liebe, Treue, Aufmerksamkeit gelebt werden kann, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Frage, ob die Verbindung von Mann und Frau, die seit Jahrhunderten in unserem Kulturraum als Ehe bezeichnet wird, ob die nun auch geöffnet wird. Und da kann ich nur sagen, es bleibt für mich schon klar, dass es nicht dasselbe ist und deshalb die Ehe als Beziehung von Mann und Frau im Begriff durchaus gerechtfertigt ist. Man kann nun die Frage stellen, ist dies mit dem Grundgesetz vereinbar? Und die einen sagen, die Verfassung geht von einem Ehebegriff aus, von Mann und Frau. Die anderen sagen, die Verfassung gibt es her. Was mich natürlich schon ein wenig irritiert, dass auf eine kleine Anfrage die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode, vertreten durch das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz, erklärt, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Öffnung der Ehe mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei. Das ist zunächst einmal ein Fakt im Jahr 2014. Und dann rechtzeitig vor dieser Entscheidung im heutigen Bundestag das gleiche Haus, demselben Minister, erklärt, dass eine Grundgesetzänderung nicht erforderlich ist.
Da sage ich nur, Vorsicht, Herr Minister. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, als ob die Frage, ob etwas verfassungskonform ist oder nicht, unter politischer Opportunität beurteilt wird. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausgeht, man kann es ja schon voraussagen, sage ich für mich und auch für meine Fraktion, wir haben Respekt vor der Haltung eines jeden Kollegen und einer jeden Kollegin. Wenn ich aber so die Diskussionen der letzten Zeit an mir vorüberziehen lasse, habe ich allen Grund, auch zu sagen, auch diejenigen, die sagen, aus meiner christlichen Überzeugung, aus meiner persönlichen Überzeugung kann ich dem Antrag Ehe für alle nicht zustimmen, dass die denselben Respekt verdient haben. Das Wort erhält nun die Kollegin Katrin Göring-Eckardt für die Fraktion Bündnis.